Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner Bestrafung aus der Olympiade 22. Mir wurde ein durchaus sehr tolles Spiel rausgesucht. Wie ihr schon im Hintergrund seht, Mountain Alpaca. Und ich wollte mit euch kurz durchgehen. Es kam am 19. Februar erst raus, gerade ganz frisch erschienen und ist einfach ein übelstes Premium-Game. Es hat schon 3 Nutzerbewertungen. Es ist vom Entwickler Is und Publisher auch Is. Es handelt sich um ein Alpaca und es ist einfach nur insane. Very good, nach nur 0,3 Stunden schon bewertet. Oder aber auch Great Game, can't wait for more levels nach 3 Stunden. Awesome. Ja, ich würde sagen, wir starten da auch direkt rein in dieses Premium Game. Wir sehen einen Alpaca mit einem Hasen drauf. Press E-Key, spit out. Can find transparent block. Transparent Block. Also es gibt einen versteckten Block. Mega. Wir spielen erst das Tutorial. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt das Tutorial. Oh Gott. Nee, es ist eigentlich eine Bestrafung, oder? Es ist eine Bestrafung und nee, komm, wir müssen schon rausfinden, wie es überhaupt funktioniert. Alter, sieht das crappy aus. Oi. Ich habe da einen Boost, oder? Auf Steuerung. Ja, auf Shift. Guck mal, wie schnell wir sind. Wir haben sogar sowas wie Ausdauer. Es soll ein bisschen wie Getting Over It sein. Also, ihr werdet gleich ganz grandiose... Alter. Was? Hä? Hä? There's your goal line. Hä? Ich kann spucken. Kann ich spucken? Also... Find Rabbit. Hä? Also ich kann so ein Fleck spucken. Ich kann angreifen. Und ich kann mit Q irgendwie eine Möhre essen. Okay, irgendwo stand halt, dass Obstacles irgendwie böse sind. Aber man soll gleichzeitig auch Obstacles benutzen, um irgendwo rüberzukommen. Ich hab's nicht verstanden. Aber... Lass doch einfach sonst außen rum gehen. Wenn uns das tötet. Treppen kann ich aber schon hoch. Hä? Also muss ich einfach nur hier hochlaufen? Hä? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Hä? Okay, ich habe beschlossen, das Tutorial, das ist absolut überflüssig. Da, Find Rabbit. Das greift mich an! Ich hab's angespuckt. Ich hab's gegessen. Nein, ich hab's geschlagen. Ach, das ist mein Leben? Meine Ausdauer ist mein Leben? Alter, wer hat das denn gebaut? Also ich habe damals auch mal Maps gebaut für die ein oder anderen Strategiespiele. Aber holy shit, was ist das denn für ein Map-Builder? Ah, da hinten geht's hoch. Alter, und dieser Sound. Ich habe noch nicht die Mechanik verstanden, warum man stirbt. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Also ich laufe jetzt hier so den Berg hoch. Und vor allem man spawnt halt, also es gibt auch eine Zeit. Oh mein Gott, es gibt sogar ein Time Trial. Mega. Okay, I like. Oh, dieses Spiel, das wird durch die Decke gehen. Jetzt bin ich hier. Und jetzt? Da ist eine Karotte. Bin ich darüber? Alter, hier ist wirklich Karotte. Ich kann das essen, ne? Yo, und das heilt mich. Mega. Oh mein Gott, da ist ein Baumstamm runtergefallen. Es ist halt so schlecht gemacht. Dass es halt echt... Also... Nicht mal gut wirkt. Wisst ihr, was ich meine? Nein! Oh mein Gott. Wir müssen hier, glaube ich, rüber jumpen. Yes! Na, was? Nein! Erstmal direkt hat Karnickel getötet. Okay. Also unsere erste Amtshandlung ist immer das Karnickel töten. Und dann hat sich hier... Mensch, das ist aber auch 300 IQ. Am Anfang erstmal den einzigen Weg, den es gibt, hinter Bäumen verstecken, damit du als Obernoob erstmal suchen musst. Muss ich jetzt jedes Mal... Hier diesen blöden Weg so hoch eiern. Wie komme ich denn jetzt auf diesen Stein? Ohne direkt zu sterben!
Okay, ich kann halt auch rennen und das klaut mir Leben? Hä? Das macht nicht so viel Sinn, oder? Also gut, von Sinnhaftigkeit in diesem Spiel ist wahrscheinlich eh nicht so viel. Ich habe schon gelernt, dass ich hier die blöden anfänglichen Treppen umgehen kann, indem ich einfach rechts dran vorbeilaufe. Nur wegen dem Gras. Ich glaube, Gras ist Key. Also, ist nicht falsch verstehen, aber Gras ist wichtig. Oh mein Gott, ist das ein schönes... Mensch, hier bist du aufgewachsen? Das ist ja wie bei Horizon Forbidden... Nee, hier, Horizon Zero Dawn. Du bist aufgewachsen in einem Tal, umgeben von hohen Bergen. Und es gibt nur einen Pfad raus. Und den nehmen wir jetzt, obwohl es verboten wurde. Und wir jetzt zu den Ausgestoßenen gehören. Den ausgestoßenen Lamas. Aber die Maschinen, die werden uns sonst übernehmen. Jetzt können wir hier vielleicht ja springen. Ja, mit Boost haben wir es geschafft. Okay. Also was ein Plot-Twist hier in diesem Game. Ich raste aus. Es ist so deep. Alter, es ist so deep, wie ich gleich fallen werde. Okay, wir sind schon mal hier und es gibt überall Fallen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gab ja schon ein Holz, was mich hätte töten können, denke ich. Erschlagen. Was ist das denn da oben? Ich glaube, hier vorne war hier vorne eine Möhre. Hinter einem Baum oder war es einfach nur ein Grafikfehler? Nee, die Bäume sind einfach teilweise orange. Okay. Bäume sind auch hardcore animiert. Hier ist Gras. Gras zeigt mir den Weg. Da ist eine Möhre. Ja, guck mal. Irgendwo habe ich doch was gesehen. Ach, guck mal, das möchte mir jetzt so richtig den Weg zeigen. Mega, aber es heilt nicht so viel. Wir sind schon bei 5 Minuten. Ist das ein Bait? Kommt da jetzt was aus dem Busch raus? Mir egal. Ich bin wieder full life. Okay, ich muss jetzt diesen Baumstumpf hochgehen. Muss ich das machen, indem ich renne? Oder springe? Oder beides? I don't know. Ich weiß nur... Ich bin drüber! Ich bin drüber! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Awesome! Wer kommt auf die Idee, da mit einem Lama Möhren? Also, essen würden die... Ach du Scheiße. Was? Ich muss bis oben und dann nach links rüberspringen? Ich glaube schon. Oder in den Tod springen. Ich weiß es nicht. Das ist ja das Tolle bei so Spielen. Die sagen dir nicht, was los ist. Ah, und wie die Sonne hier aufgeht. Gibt es Wolken, die sich bewegen? Ja, guck mal, es gibt sogar Wolkenanimationen. Also ich muss sagen, die Wolken sind wirklich die beste Animation in diesem gesamten Game. Darf man vielleicht einfach nicht stehen bleiben auf dem Ding und dann fällt man runter? Ich weiß es nicht. Geronimo! Nein! Ah! Ich möchte nochmal das Tutorial spielen. Ich habe das noch nicht verstanden, dieses Spiel. Rabbit zu finden ist mein erstes Ding. Also ich glaube, ich habe das Tutorial einfach noch nicht richtig gespielt. Da ist Rabbit. Okay, wir müssen erst den Hasen töten. Das ist nämlich eine Maschine. Ja, so wie bei Horizon. Go to Portal. Was? Go to Portal? Was für ein Portal? Was für ein Portal? Ist hier ein Portal beim Rabbit? Und wenn ja, ich sehe es nicht. Oder meinst du, dass da oben ist ein Portal? Hä? Problem ist, auf Holz laufen, wenn ich das richtig sehe. Also darf ich nur nicht stehen bleiben oder... Warum bin ich hier gestorben? Jo, ich bin stehen geblieben. Ah, okay. Das rollt. Ah, das kann sich bewegen. Okay. Ist Wasser mein Gegner? Nee. Alter, ich kann ja schwimmen. Mega. Okay, also das Ding interagiert. Es hat Physik. Oh, okay, wir haben es geschafft. Okay, also man stirbt grundsätzlich nicht auf den Props. Ich war vielleicht einfach nur zu doof. Aber sie können sich bewegen. Also die liegen lose. Sie sind nicht fest. So, und wann bin ich hier gestorben? Also, ich kann hier doch einfach hochlaufen. Mega, das war das Tutorial. Okay, ich habe nichts verpasst.
Und der Mountain ist halt mein Endgegner. Ne, der Hase ist eigentlich mein Endgegner. Zack, haben wir getötet. Easy Klatsch. Ist noch ein Hase. Wie viele Hasen müssen wir töten? Ist es so ein Ding, dass man hier einfach unendlich viele Hasen tötet? Scheiße, wer setzt denn die Bäume schräg? Alter. Ja, warte mal, wie geht's bitten? E, ne? Guck mal, ich hab da jetzt drauf gespuckt. Mega. Also das sieht ja schon sehr fest aus, der Stock. Also jetzt, wo ich weiß, dass ich auch länger auf so einem Ding stehen kann, müsste ich doch auch... Und wir spucken hier einfach mal hin. Okay, nichts passiert. Müssen wir jetzt hier vorne geradeaus springen und da vorne landen? Oder müssen wir da rüber? Ich glaube, wir müssen da rüber. Darüber oder darüber? Da, wo die Möhre ist. Also ich glaube, dass wir hier so rüberspringen, da. Wo das so grau ist, das zeigt mir, glaube ich, so halb den Weg. Ich try so hard. Oh, ich lebe. Nein, nein, mein Leben. Das sah so aus, als wenn ich noch leben würde. Ach, scheiß Hasen, ey. Ich frage mich, ob es schon Leute gibt, die hier den Speedrun präparieren und sich schon so eine 3D-Karte malen, wo man am kürzesten langläuft. Vielleicht gibt es ja auch so Easter Eggs. Wenn man so spittet, kann man ja irgendwie einen Hidden Block finden. Wer weiß, also ich spuck die ganze Zeit mal hier. Warte mal, müssen wir hier überhaupt rauf? Können wir nicht von hier aus auch darüber springen? Wenn ich renne? Warte mal, lass mich mal gucken. Also wir fliegen schon weit, wenn wir rennen. Ja! Oh mein Gott, Tagesziel erreicht! Oh, jetzt kann ich glücklich sterben. Alter, ich habe in Doofheitslama habe ich den Sprung geschafft. Mega. Eieiei. Oh, und dann geht das hier so verwinkelt durch die Bäume nach oben. Und ich sehe überhaupt nichts. Oh, wäre fast runtergefallen, aber... Ah, guck mal. Wir sind schon fast am Ausgang. Oh, das wäre so geil, wenn ich das schaffen würde. Wenn ich das Spiel schaffen würde, würde ich ja meine Bestrafung schaffen. Und dann müsste ich das ja gar nicht mehr spielen. Das wäre mega. Ich habe voll den Ansporn jetzt hier. Kann man irgendwie runterfallen? Da kann man irgendwie auch runterfallen. Das möchten wir alles nicht. Wo geht's denn hier weiter? Sag mal. Sag mal, Lami. Ich glaube, da oben, oder? Nein! Alter, bist du einmal gesprungen. Sieht jetzt gerade noch nicht nach Weltrekord aus. Da gebe ich ja ehrlich zu, aber... Nein! Alter, Digga, was? Ich schaff diesen Sprung nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde ungeduldig. Hat denn die ganze Zeit seinen Schwanz hebt? Musst du eigentlich die ganze Zeit kacken oder was? Boah, hier kann man, jetzt wo ich drüber nachdenke, kann man richtig geil... vorher sich überlegen, wo man Speed einsetzt und wo nicht. Nein, das... Ach, ey, war das vorhin ein Glückstreffer mit dem Sprung oder was? Ich weiß nur, dass sich das wie eine Bestrafung anfühlt. Eine Stunde von meiner Lebenszeit, die ich besser mit Julius oder mit Nase popeln hätte verbringen können. So. Jetzt machen wir hier... Geronimo! Yes! Oh, wir haben zwar richtig viel Leben verloren, aber wir sind wieder oben. Wupp, wupp, wupp. Oh, geil. Ich da vorne auf die Steine und also rechts rum und dann darüber auf den Stein springen? Ich glaube, ich muss darüber auf den Stein springen. Oder? Lol, man kann hier durch die Erde gucken. Was ist das denn für ein Rummel? Also da sind wir gerade schon gestorben. Das sieht hier eher so aus wie ein Weg. Der wird kein leichter sein. Dieser Weg... Oh Gott, ich bin gesprungen. Wird steinig und schwer. Boah, was mache ich jetzt hier? Darüber kann ich nicht springen. Mache ich jetzt hier? Kann ich jetzt hinspucken? Ist hier doch nicht hoch? Das ist jetzt doof. Wo geht's denn hier weiter? Also ich komme hier, glaube ich, nicht wieder weg, oder? Ich bin jetzt hier so heftig gesprungen. Ich werde doch verrecken, wenn ich hier jetzt runtergehe, oder? Let's try. Oh, nee. Die Runtergehmechanik, die ist kein Problem, ne? Weißt du, aber jeder kleine Mini-Pups-Fall, der saugt dir richtig Leben ab. Und hier bin ich gerade gesprungen und hier bin ich gerade gestorben. Ah ja. Boah,
Was? Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir sind oben! Wir sind oben! Dass ich das noch erleben darf. Okay, wir können diesen langen Stamm nehmen und runterfallen. Oder aber wir können zweimal einen kurzen Stamm nehmen. Beziehungsweise, der sieht aus, als wenn er durchbrechen würde. Das ist doch eine Finte. Das ist doch eine Finte. Was? Was? Okay, ich habe ihn leicht berührt, diesen Stamm. Und er hat mich gefickt. Okay. Okay. Okay, wir können den Weg hier rüber nehmen. Guck mal, das bewegt sich halt. Können wir das so hinlegen? Ach du Scheiße. Wir können das ja ein bisschen testen. Können wir dich irgendwie so hinlegen, dass du... Was? Was? Nein! Ich bin jetzt dran gestorben, dass sich das überhaupt bewegt hat? Ich weiß nicht, wenn ihr grobe Langeweile habt und euer Leben einfach gar keinen Sinn mehr macht, dann versucht doch meine Zeit zu schlagen. 5 Minuten 20 ist aktuell hier mein Rekord, ja? Versucht den, beat me! In diesem grandiosen Spiel für 1,10 € oder so. So, und jetzt machen wir was? Guck mal, das ist doch hier so schön an dem Stein. Können wir das... So, jetzt haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter fixiert. Oh, von fixiert kann jetzt nicht die Rede sein. Das erschlägt mich gleich wieder. Das bewegt sich. Das rollt jetzt einfach runter? Das rollt nicht einfach runter, oder? Kann ich das treten? Wow! Was? Oh, liegt das stabil? Nee, sieht noch nicht so stabil aus. Ich habe die Hoffnung... Nee. Es glitscht ja ohne Ende. Okay, tschüss. Das war's mit meinem langen Weg. Es gibt doch keine stabile Stellung bei dem Ast. Ich dachte, es gibt vielleicht eine Seite, die plan ist, wo es dann halt vernünftig drauf liegen bleibt. Kann ich das runterschubsen? Ja, man kann es runterschubsen. Es kann mit einem abstürzen. Okay, haben wir das schon mal gelernt? Kann ich hier einfach auf den mittig draufspringen? Ich kann einfach rüberspringen. Was bin ich sehend? Das Lama kann einfach so heftig springen. Okay, das heißt, ich muss ja nur da drauf springen und dann rüberspringen. Nein! Was? Was? Das war so knapp. Eigentlich einfach hier vorne über die Kante rüberspringen? Man kann auch hier einfach fucking rüberlaufen. Dein Scheiß Ernst? So ein crazy Game ist das. Nein! Ab ins Portal! Alter, okay. Und dann gucken wir noch ganz kurz nochmal in... Also nachdem wir Mountain jetzt easy geschafft haben, gucken wir jetzt nochmal in Inka rein. Also, first try quasi. Bei den Inkas geht's hier los. Boah, das war ja richtig easy, ey. Wer braucht denn da so lange für den Rummel? Ach, guck mal, hier sind mehr Hasen, die auf uns warten. Da vorne ist eine Möhre. Ist da vorne eine Möhre? Ja, lass einfach den Hasen töten. So, zack, Hase getötet. Oh, das ist mehr wie ein Labyrinth. Also ich muss irgendwie da hinten hin. Mehr wie ein Labyrinth aufgebaut, ne? Ah, weil man da vorne nicht einfach so rüber kann, sondern man muss wahrscheinlich die ganze Zeit auf irgendwelchen blöden Mauern laufen und kann an jedem Stück Mauer runterfallen. Da vorne lag auch schon so ein Stück Holz. Scheiße. Das ist ja richtig doof. Das ist ja richtig doof. Und die Mauer ist wahrscheinlich so hubbelig und kacke, dass es einfach insane doof ist. Oder? Wie seht ihr das? Da ist ein Stück Möhre. Was? Oh mein Gott, es war eine Falle! Es war eine Falle. Oh, oder ist es einfach so asozial mit dem Bait hier, dass man da irgendwie drüber springen muss oder so? Ja, man muss über das Loch springen. Oh, ist das asozial.
Es gibt halt Löcher. Und es gibt Löcher. Kann ich hier mal Anlauf nehmen und dann so richtig geil drüber jumpen? So. Ui! Oh, das wäre fast... Das hätte fast geklappt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich bin am Arsch. Ich komme ja nicht mehr raus. Also hier ist, glaube ich, schon mal richtig. Aber wie geht's da weiter? Oder muss ich von hier aus... da rüberspringen? Nee. Okay. Ah ja, also, wenn ihr meint, ja, ihr würdet den Weg in Inka finden, ja, dann try it. Das war meine Bestrafung heute in Mountain Alpaca. Es war auf jeden Fall Strafe genug. Ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten und die nächste Olympiade. Die ist eigentlich so gut gestartet. Ich war so gut, aber da, also in den lokalen Games, ich bin halt in den Real-Life-Sachen da. Da performe ich, ja, da ist mein Zuhause anscheinend und nicht bei so Motorradrennspielen. Nächstes Jahr wieder. Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr wieder. Ende dieses Jahres sehen wir uns wieder. Hoffentlich dann nicht in der Bestrafung, sondern als Sieger in der Olympiade. Haut rein. Tschüss.